Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Hey, ein Sofa, warum nicht? Das hat er doch irgendwie noch angesprochen gehabt in dem Messageboard, nicht wahr? Das Ding durfte mit nach Andromeda? Tja, es war brandneu, als wir aufgebrochen sind. Es war ein hartes Jahr. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Und nach 2 Jahren und 1 Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Cop zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Ah, schmeckt gleich viel besser. Veteranen und Penner, klingt doch super. Ich wollte Abenteuer erleben und Geheimnisse am Rand des bekannten Universums entdecken. Es gab so viel zu sehen. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß nämlich nicht, wie Ryders Vergangenheit aussieht, aber... Okay, wir können... Wartet mal, ist es für Liam egal, ob wir Mann oder Frau sind? Und wir können... Ich weiß halt nicht, ob das Herz jetzt wirklich direkt Liebesbeziehung bedeutet oder ob es heißt, dass wir einfach nur die Beziehung stärken, auch im Sinne von Freundschaft. Dieses Herz verwirrt mich dabei ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ja, das finde ich komisch. Ich muss aus diesem Leben raus. Würde auch nicht meinem persönlichen Gedankengut entsprechen, dass man jetzt sagt, ah, ich komme mit mir selbst nicht klar, ich muss woanders hin. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen befremdlich. Also nehmen wir doch mal das hier. Ich hatte gehofft, eine Karriere in der Allianz würde für mich Abenteuer und Entdeckungen bedeuten. Aber daraus wurde nichts. Hier hingegen ist alles neu. Und ich will alles sehen. Idealismus, selten. Alle anderen sind nur zynisch. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe vor meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur vor mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job, alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Stimmt, aber wir sind nicht in Entscheidungen aus einer anderen Galaxie gefangen. Gefangen? Wir haben einen guten Ort aus guten Gründen hinter uns gelassen. Wenn wir das im Kopf behalten, finden wir schon einen Weg. Auf das Wesentliche konzentrieren. Ein Neubeginn unter der Leitung des Pathfinders und seines Teams. Dafür werde ich mir den Arsch aufreißen. Hört, hört. Okay, wir haben jetzt also eine Kuschelecke hier mit dem Sofa. Ist ja ganz toll. Prodromos. Prodromos. Klingt gut, oder? Wir haben angefangen, Pathfinder. Ein neues Leben. Das ist großartig, verdammt. Ja, ich weiß nicht, ist halt so ein kleiner Zungenbrecher, oder, der Name? Kommt mir zumindest so vor. Sagen Sie, wie mache ich mich in meinem Job? Ich diene der Initiative. Sie sind der Pathfinder. So einfach ist das. Das war keine Antwort auf meine Frage. Wie sind Sie eigentlich hier gelandet? Erzählen Sie mir von sich. Okay, ich war ein schlechter Schüler, ein lausiger Polizist und ein guter Krisenhelfer. Hatte ein gutes Leben, aber das war mal. Ich wollte nicht neu anfangen, sondern groß rauskommen. Sie waren erst Polizist und dann bei den Spezialeinheiten. Aber beides nicht sehr lange, was? Für Jura fehlte mir die Geduld, also habe ich es als Polizist versucht. Vater wusste gleich, das wird nichts. Aber so kam ich zu Hassel. Die nehmen eigentlich nur Veteranen und Ex-Soldaten. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Sie haben Ihren Platz gefunden. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Das war mir klar. Und es hat mich glücklich gemacht. So bin ich hier gelandet. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Sie fehlt mir. In manchen Nächten weint man eben, oder? Tun das nicht alle? Mutter Joelle,
Vater Kelvin, beide Anwälte, haben sich auf der Citadel kennengelernt und auf der Erde niedergelassen. Keine Brüder oder Schwestern. Das wäre auch zu viel gewesen. Alles ganz traditionell. Was ist mit Ihnen? Traditionell ist ein seltsames Wort für Familie. Wie normal. Was soll das denn heißen? Ich schätze, Sie haben recht. Ich hab's wohl nicht so mit Traditionen. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Andromeda geflogen. Reden wir später weiter. Alles klar. Ich habe aber immer noch nicht so ganz verstanden, was jetzt für Liam der Auslöser war, hierher zu kommen. Ich meine, er sagt, er glaubt an die Initiative, okay. Aber wenn er seinen Platz gefunden hatte und glücklich damit war, was er hatte, warum ist er dann weggegangen? Also da muss noch irgendein Auslöser sein, irgendein Grund. So, und da wir mit ihm reden konnten, nehme ich mal an, wir können auch mit Vetra noch weiterreden, oder? Terraforming, Atmosphärenwandler, Gravitationsschächte, alles vernichtende Mörderblasen. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was in Helios auf uns zukommen würde, was? Hätten wir das alles gewusst, wäre es ja kein Abenteuer. Es wäre einfach nur ein Umzug. Und wer mag schon Umzüge? Allein die ganze Packerei. Uah. Gutes Argument. Ich will einfach nur sagen, ich hoffe wirklich, Sie haben einen Plan, Ryder. Ein Plan, natürlich. Ich und ein Plan. Der Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen ein Zuhause finden und wir werden alles tun, was dafür notwendig ist. Ich mag Ihre Entschlossenheit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Ich meine, was bleibt uns auch anderes übrig? Die Alternative ist, es nicht mal wert, darüber nachzudenken. Dieser komische Visor bei Vetra im Gesicht, der stört mich irgendwie. Kann die ihn nicht mal ausmachen? Das wäre so schön. Weil dieses Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, das leuchtet halt immer so die Fresse aus. Das ist irgendwie komisch. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Es kann unmöglich so einfach sein. Ist es aber. Die meisten Dinge sind einfach, wenn man sie erstmal durchschaut hat. Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich finde krass, dass wir schon wieder direkt in die Beziehungsschiene reindrücken können. Aber hey, wir können sie doch mal ein bisschen ausleuchten. Das können wir doch eigentlich mit allen weiblichen Charakteren machen. Also, da ich nicht schwul bin, werde ich auch meinen Charakter wahrscheinlicherweise nicht schwul werden lassen. Ich meine, könnte ich machen, warum auch nicht. Ist eigentlich Wurst, aber ja, ich würde sagen, wir leuchten mal die weiblichen Charaktere so ein bisschen aus und dann werden wir irgendwann mal entscheiden, mit wem wir Ryder eine Beziehung eingehen lassen von den Vipern. Werden ja im Prinzip, wen haben wir denn da? Vetra, Peeby und Cora, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Ist ja eine Riesenauswahl. Aber gut, im ersten Mass Effect Teil war es ja im Prinzip genauso. Da hatte man auch 3 zur Auswahl, wenn ich mich recht entsinne. Oder 2 sogar bloß? Ich glaube sogar bloß 2, ne? Da hatte man Liara und entweder Kaidan halt für die Frauen oder Ashley für die Männer. Ich glaube schon. Gut, also wie gesagt, wir leuchten mal die Mädels aus so ein bisschen und dann werden wir sehen, wie wir weitermachen. Gibt es, abgesehen von Sid, noch jemanden in Ihrem Leben? Nein, es gibt nur Sid und mich. Es gab immer nur uns beide. Ich meinte, ob es vielleicht jemand Besonderen gibt.
Jemand Besonderen? Oh, Sie meinen wie... Oh. Nein, gibt es nicht. Wer hat für sowas schon Zeit? Wie sieht's bei Ihnen aus? Ehrlich mal, wer 600 Jahre lang schläft, der hat keine Zeit, sich Beziehungen hier zu suchen. Ja, ich habe natürlich auch keine Zeit dafür. Keine Ahnung. Ja, machen wir doch mal. Ach, wobei, das klingt so schmierig schon wieder. Ich weiß auch nicht. Machen wir doch auch mal hier, was weiß ich denn. Wie Sie sagten, wer hat für sowas schon Zeit? Naja, irgendwann wird es auch wieder ruhiger werden. Hoffentlich. Wenn nicht, sind wir nämlich tot. Oh, wie auch immer. Das war sehr lebensbejahend. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. So, kann ich schaden, so ein bisschen mehr über die Beziehungen der Leute herauszufinden. Ich denke mal, bei Vetra werden wir auch früher oder später was mit Sid zu tun bekommen. Also, wir werden dann bestimmt... Wo ist eigentlich Korra jetzt? Wir werden bestimmt dann auch irgendwie bezüglich... Es gibt garantiert wieder diese Loyalitätsmissionen. Wir werden da bestimmt Sid in der Richtung noch treffen oder kennenlernen oder was auch immer. Okay, Korra ist nicht auf dieser Etage. Wir gehen uns aber erstmal weiter hier umschauen. Ich will natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Also, es tut mir leid, wenn das sehr entschleunigt ist hier, das Let's Play, aber... Ich will die ganzen Beziehungen und alles mitnehmen dabei hier. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ihre Nervosität zeigt nur, dass Ihnen bewusst ist, was hier auf dem Spiel steht. Genau das ist das Problem. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Guter Gedanke. Ein Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Warte mal, du wunderst dich, dass sie sich für Fremdes interessiert, wenn sie in eine fremde Galaxie aufbricht? Das finde ich irgendwie merkwürdig. Und ich habe ja auch schon mal die Äußerung irgendwann von mir gegeben, dass es lohnenswert wäre, mal einen Cat, also nicht bloß einen Toten, das fände ich irgendwie, ja, das würde wahrscheinlich auch ein bisschen was bringen, wenn man die Anatomie kennenlernen würde, aber vor allem auch einen lebenden Cat mal als Geisel einfach zu nehmen, um mehr über die in Erfahrung zu bringen. Weil ihr wisst nichts über eure Gegner und vielleicht sind sie ja auch gar keine wirklichen Gegner und es ist alles ein Missverständnis. Wobei ich denke, da der große Chef von den Cat auf Habitat 7 schon so ins Spiel gebracht wurde in dem Video, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass der Oberbösewicht in dem Teil ist oder so. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Jedenfalls finde ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig, da so verwundert zu sein, wenn jemand Interesse an fremden Spezies hat. Oh, wir können schon wieder auf die Liebesschiene gehen. Sie stecken volle Überraschungen. Das wusste ich gar nicht. Würden Sie mir vielleicht mehr darüber erzählen? Bei einem Abendessen. Ah, so schmierig, so schmierig. Die Sache ist die, Ryder. Sie sind nicht mein Typ. Und wer ist Ihr Typ? Jedenfalls kein Patient. Ich muss sie klinisch betrachten können, ohne Ablenkung. Ich lenke sie also ab? Nicht annähernd so sehr, wie Sie denken. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Wunderschön, wie sie eins Pappen in die Fresse gegeben hat, auf diese blöde, schmierige Anmache. Ein Traum. Ach, ich mag sie.
Fand ich super. Ja, also ich muss sagen, jedes Mal, wenn es in diese Beziehungsschiene reingeht, dann wird er echt schmierig und das finde ich echt eklig, muss ich sagen. Also wie er es macht. Aber naja, vielleicht muss ich da ein bisschen Abstand von nehmen. Keine Ahnung. Sonst noch was? Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Wie kamen Sie zur Medizin? Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Wie schlägt sich die Crew Ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Okay, also ich dachte, du erzählst uns was über die Crew im Allgemeinen, aber... erzähl uns doch erstmal was über deine Sortiermethode. Warum sortieren Sie sie auf diese Weise? Warum nicht? Das macht es einfacher, bestimmte Verhaltensmuster zu erkennen. Ja, okay. Ich meine, die verschiedenen Spezies verhalten sich eben auch verschieden, ne? Gut, schauen wir uns erstmal die Menschen an. Wie kommen die menschlichen Crewmitglieder zurecht? Davon gibt es viele. Über wen genau möchten Sie reden? Oh, sind ja doch ein paar. Wie geht's Cora? Sie verarbeitet noch, was geschehen ist. Ihr Vater war ihr Mentor. Sie dachte immer, sie würde seine Nachfolge antreten, doch stattdessen hat er den Posten des Pathfinders ihnen übertragen. Sie vertraut zwar seinem Urteil, aber das heißt nicht, dass es sie nicht verwirrt oder sogar verletzt. Was ich durchaus verstehen kann. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen merkwürdig gelaufen, das Ganze, nicht wahr? Geht's so wie gut? Sie ist bemerkenswert anpassungsfähig. Ich bin fast ein bisschen neidisch auf sie. Was ist mit Gil? Gil nutzt seinen Humor, um sich selbst zu schützen. Er würde sich eher im Nomad verkriechen, als sich offen mit Gefühlen zu befassen. Wie geht's Liam? Liam ist eine echte Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich ihn gerade wieder zusammengeflickt habe, bricht er sich irgendwas anderes. Seine Wir-können-nicht-verlieren-Einstellung ist bewundernswert. Aber ich mache mir Sorgen, wie er damit umgehen wird, falls doch mal etwas schief geht. Mir fällt gerade auf, wir haben mit Gil gar nicht weiter geredet, dann noch nachdem das Video kam. Also vielleicht wird es da auch noch ein paar Informationen mehr geben. Wäre vielleicht nochmal wert, da hinzugehen und nochmal mit ihm zu reden. Ich wüsste gerne, was Sie über die nichtmenschlichen Crewmitglieder denken. In Ordnung. Fragen Sie. Geht es Phoebe gut? Sie geht mir aus dem Weg, als würde ich ihr jedes Mal, wenn sie mir zu nahe kommt, eine Spritze verpassen. Um ehrlich zu sein, machen Sie das ja auch. Zumindest bei mir. Aber doch nicht auf dem Gang. Erzählen Sie mir etwas über Vetra. Vetra ist es gewohnt, dass jemand von ihr abhängig ist. Ich denke, das ist auch der Grund für ihren Einfallsreichtum und den Drang, sich um andere zu kümmern. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie sollte sich ein wenig mehr Zeit für sich selbst nehmen. Wie geht's unserem Salarianer? Er ist ein ziemliches Klatschmaul. Aber äußerst verschlossen, was ihn selbst angeht. Geht es Drag gut? Dem alten Mistkerl geht's immer gut. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so stur und gleichzeitig so dankbar sein kann. Könnten Sie bitte auf ihn aufpassen, Ryder? Oh, sie mag ihn. Was heißt dankbar? Inwiefern? Also, natürlich passen wir auf ihn auf, auch wenn er es nicht wirklich braucht, glaube ich. Keine Sorge, Lexi. Ich werde ihn im Auge behalten. Danke. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht erwähnen, dass ich Sie darum gebeten habe. Oh, ist das nicht süß. Danke für Ihre Offenheit. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde.
Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Es war der Moment, in dem seine Reise nach Andromeda wirklich begann. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Ihre Familie einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ja, danke, Lexi. Es tut gut, darüber zu reden. Ah, schöne psychologische Betreuung hier. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Bestimmt. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Na klar doch. Ich muss sagen, sie ist ja eigentlich eine ganz nette, ne? Finde auch niedlich, wie sie sich um Drax sorgt. Und Asari und Korgana haben ja zumindest insofern was gemeinsam, dass sie sehr lange leben, ne? Und wir hatten ja auch schon, ich glaube bei Mass Effect 3 war das gewesen, irgendwo eine Asari getroffen, die tatsächlich mit einem Korgana auch zusammen war. Also, möglich ist das. So, schauen wir uns doch mal an das Messageboard hier. Abendessen heute, Null-Eintrag. Tut mir leid, Leute, ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Rationen ist noch nicht ausgepackt. Callow. Kommentare. Kein Ding, Callow. In der Küche stehen Suppe, rechtsdrehend und linksdrehend für mich. Und Obstsalat von Letra. Stimmt, das ist hier, was war denn das, rechtsdrehend und linksdrehend? Das war doch irgendwie mit den, ich glaube, die DNA-Stränge hat es doch betroffen, ne? Weil die haben noch andere DNA-Stränge, beziehungsweise keine DNA eben, sondern die waren anders basiert gewesen, glaube ich. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und wir werden beinahe ohne sie gestartet, Callow. Okay, gefunden, Kaffeetasse. Was, Kaffeetasse? Ich habe gestern in der Nähe des Biolabors eine Kaffeetasse gefunden. Cooles Ding mit magnetischem Sockel. Klebte seitlich an einem Shot, Cora. Die gehört mir. Ich habe sie nur abgestellt, weil ich die Hände voll hatte, von Suvi. Nächstes Mal vielleicht vorher austrinken, Cora? Okay, dann, ja. Dann hat's wahrscheinlich nicht alles verteilt. Gut, den Rest kennen wir ja schon soweit, oder? Nee, warum ist das schon ausgegraut hier? Drake und Peavy gehören offiziell zum Team. Ich habe die Zuweisungspapiere für die Nexus fertiggestellt. Ein paar Details musste ich frisieren, aber sie sind jetzt beide offizielle Mitglieder des Pathfinder-Teams. Willkommen. Und Drake und ich wollte... Was? Und Drake, ich wollte bei Ihnen nur offiziell sicher gehen, wegen dem, was ich gesagt habe. Nur die Ruhe, Harper. Die besten Kopfnüsse sieht man niemals kommen. Ich werde es mir merken. Okay, den Rest kennen wir schon, es sei denn, hier ist noch was dazugekommen. Ja, ist tatsächlich noch. Bequem ist nicht das richtige Wort. Sie sind doch nur neidisch auf den besten Platz im Haus. Nein, und das hier ist kein Haus. Das ist allerdings richtig. So, was haben wir hier? Okay, bloß irgendwelches Gequatsche. Einfügen von Bildern wäre auch interessant gewesen, ja. Okay, man hat Spaß. Gut, hier ist ansonsten keiner weiter bei den Schlafkabinen. So, hier sollten wir ja Drake treffen, oder? In der Küche? Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Aha, sieh mal an. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner. Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Tan. Verdammte Politiker. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Ihre Leute müssen doch gewusst haben, was Sie erwartet, als Sie die Nexus verlassen haben. Klar, aber wir hatten auch nicht sonderlich viele Optionen. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück.
Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Mit den Kroganern wäre auf der Nexus vieles anders gelaufen. Wenn wir unter diesen Umständen geblieben wären, hätte das nur zu einer weiteren Meuterei geführt. Hier draußen haben wir viel bessere Chancen, etwas Ordentliches hinzukriegen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Ist allerdings wahr, also was er so gesagt hat. Ich glaube, das stimmt schon. Die hätten sich wahrscheinlich gegenseitig umgebracht, dann irgendwann früher oder später. Allerdings glaube ich auch, dass die Kroganer wichtig sind, also dass man die nicht so außen vor lassen sollte und dass man sich nicht von denen abschotten sollte. Ich frage mich aber, er hat ja gesagt, eine eigene Kolonie gründen, die Kroganer. Wo haben sie denn ihre Kolonie gegründet? Und wie?